Soll ich hier überhaupt rauf? Well. Die Farbe ist von hier oben etwas angenehmer. Oh, was soll ich hier? Oh! Ah! Hihi. Ja, ist gut. Nein. Boah. Erschreck mich nicht so. Und guck nicht so. Du siehst auch nicht besser aus. Okay. Und was muss ich jetzt hier machen? Oh, weise Uhr. Ist das diese berühmte Zeitumstellung? Genau das richtige Bild, wenn man Kinder hat. Kannst du noch weiter raus? Nein. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Abgeschlossen, abgeschlossen. Okay, komme ich hier hoch? Nein. Komme ich hier hoch? Auch nicht. Was muss ich machen? Ja, wow. Das bringt's. Ich kann ja nicht mal reingucken. Ah, ein Trittchen. Und jetzt? Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Nein. Ins Feuer? Auch nicht. Hier irgendwie hoch? Auch nicht. Okay. Und hier? Kann ich hier jetzt irgendwas machen? Da ist eine Tür. Aber ich will noch. Was? Was? Oh, hat sich die Geige so leicht verbogen? Ich kann hier wieder hoch. Aber hier ist immer noch nichts. Das Feuer kann ich auch nicht. Oh, Teeparty! Don't be sad, Mommy. We'll be broken together. Was? Sei nicht traurig, Mama. Wir werden zusammen kaputt sein. Zusammen kaputt sein. Oh, sogar der Hund sitzt im Rollstuhl. Oh, das ist süß. Okay, aber ich kann auch hier nichts machen. Die Tür bleibt ja da, ne? So, jetzt ist wieder alles kaputt. Kann ich denn weiter? Kann ich, okay. Boah, ruckel. Ruckel doch mal, Spiel. Habe ich eigentlich? Nein, habe ich nicht. Okay, keine Taschenlampe. Okay, hier ist nicht sehr viel. Außer die nächste Tür. Oh, hier ist schön hell. Hier bleibe ich. Oh. Ach, guck mal. Mamis Seite wurde größer. Wahrscheinlich, weil wir zuerst zu ihr gegangen sind. Und Papis wurde kleiner. Kann ich jetzt nochmal zu Mami gehen? Ich will nochmal zu Mami. Auf damit, du olle Puppe! Boah. Schrank! Lass das! Hier sind Kinder unterwegs! Ich komme da nicht drüber! Okay. Also muss ich wohl hier lang. Ja. Das X markiert die Stelle. What time is it? Painting, 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 crying, sleeping, hiding, crying, painting. Oh. Malen, 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 weinen, schlafen, verstecken, weinen, malen. Ja. Das ist ja super.
Kann ich ihn drehen? Nein. Aber ich kann hier lang weiter. Mami, wo bist du? Nein, danke. Ich verzichte. Ich kann mich nicht bewegen. Kann ich wohl. Oh. Was? Nein, danke. Ich verzichte. Lass mich, wollte ich gerade sagen. Es brennt. Es brennt. Ach nö. Ich mag sowas nicht. Ah. Oh, Pferdchen. Pferdchen. Pferdchen, rette mich. Ein Zug. Also, wenn ich mir diesen Zug so ansehe, war das Kind vielleicht höchstens 3 oder 4, da darf man noch weinen, wenn man angeschrien wird. Das darf man auch später noch, das ist völlig in Ordnung, aber mit 3 oder 4 kann man sich mitunter nicht anders ausdrücken. Da leuchtet was. Ich glaube, das ist ein Grafikfehler. Geh auf. Aber ich wollte doch zu Mami. Mami? Mami, nein! Mami zerfällt! Mami ist auseinandergefallen. War der vorher schon hier, der Flur? Müssen wir Mami jetzt wieder neu zusammensetzen? Oh, ein Spielzeugpanda. Und da sehe ich einen Scheißdreck. Okay, keine Mami. Mami, wo bist du? Da komme ich nicht hoch. Mami? Teile von Mami? Seid ihr hier? Oh, eine Büste. Hier nicht. Da auch nicht. Hui. Hui. Schneller, Erde. Hier ist keine Mami. Was? Der Stuhl hat geflackert. Aber warum? Und will ich das überhaupt wissen? Keine Mami. Ich habe ein Teil gefunden. Geh zu. Ich hab dich gefunden, ja. Da gehe ich nicht runter. Noch nicht. Kann ich das Feuer anmachen? Dann sehe ich vielleicht mehr. Kann ich nicht, okay. Kann ich wohl. Was war da oben gerade? Da war irgendein Geschwurbel. Ich habe es genau gesehen. Aber warum kann ich die Kerzen anmachen, aber nicht das Kaminfeuer? Verstehe ich nicht. Okay, aber hier... Ah, der Stuhl ist verbogen. Komm ich nirgendwo hoch? Ich gehe die Treppe runter, ja? Ich hoffe, das ist okay.
Ich hoffe, das ist kein Gruselkeller. Ich kann ihn nicht anzünden. Ah, okay. Das ist völlig normal für eine Erdkugel. Und nichts ist schöner als Kinderlachen. Oh, Teddybären. Dich kann ich wieder anmachen, aber da oben steht diesmal keiner. Oh, und Mami steht jetzt hier. Und Mami hat schon leicht verschobene Gesichtszüge vom Unfall. Da haben wir Teil 2. Ist ja gut. Kann ich hier durch? Kann ich jetzt Feuer? Ich will nicht mehr. Okay, nochmal die Treppe runter. Ich kann den Ball nicht mal treten. Schweinerei. Oh, die Blume hier blüht jetzt. Ist das die gleiche? Ich weiß es nicht. Hab da nicht so drauf geachtet. Ich fühle mich so unwohl. Genau so sollte ein gutes Horrorspiel sein. Es braucht nicht viele Jumpscares. Erstmal muss ich nur unwohl fühlen. Und es brennt. Oh, und jemand hat die Erde erstochen. Wie konntet ihr nur? Wieso? Mhm. Oh. Hallo. Nein. Mami ist ins Feuer gefallen. Nein. Okay, wir kommen da nicht zu nah ran. Hier, einmal Wasser löschen. Was müssen wir ja tun können? Oh. Das ist doch mal ein sehr schönes Bild. Ah. Natürlich. Als kleines Kind schubsen wir natürlich problemlos den Schrank um und da kommt der Zettel wieder. Hallo. Danke. Und wir haben Mami komplett. Jetzt gehe ich nochmal die Treppe runter und habe fertig. Habe ich jetzt fertig? Oder muss ich noch mehr machen? Ich habe alle drei Teile. Ich bin ein großes Mädchen. Ich kann schon bis drei zählen. Ja, das sieht sehr toll aus. Gott, ich will das gar nicht aufmachen. Jetzt fühle ich mich erst recht unwohl. Mami, wo bist du? Mami? Da ist der Hund. Gut, wäre nicht gerade meine Rasse, aber ebenso wie er es mag. Oh, Wand. Mami? Oh, dieser Schrank, ey. Reingehen? Nein, kann ich nicht. Warum ist hier dieser Schrank? Und was mache ich jetzt mit dem Bild? Oh, ey, ekelhaft. Ja, wo muss ich hin?
nichts, ja nicht weiter. Hier liegt nur das Bild. Mit dem kann ich nichts machen. Außer es mir angucken. Immer wieder. Huch, kann ich hier hoch? So ein bisschen. Ist das gewollt? Ich gehe jetzt einfach wieder hoch. Weiß nicht, was ich sonst tun soll. Ich kann da unten ja noch 10-mal hin und her gehen. Aber hier ist immer noch der brennende Raum. Muss ich vielleicht an das Bild hier ran? Nein. Das ist bestimmt auch echt sicher, sich hier hinzustellen. Ist auch gar nicht warm oder so. Aber wo muss ich denn hin? Muss ich vielleicht einfach den ganzen Weg zurückgehen? Eine geschlossene Tür. Mami. Oh, Princess, don't sneak up on me like that. Especially when I'm working. So, what do you think? Oh, you like it? Well, that makes one of us. Warum sollte man das denn nicht mögen? Ist doch immer noch eine wunderschöne Frau. So, und jetzt stürzen wir uns in den Tod. Nicht. Boah. Da. Was? Ist... Oh, hallo Herr Hirsch. Lange nicht gesehen. Gut sehen Sie aus. Wie geht's Ihnen denn so? Es ist abgeschlossen. Warum? Und warum finde ich zu den abgeschlossenen Sachen immer keine Schlüssel? Und warum stelle ich mich hier hin? Ich weiß es nicht. Da fühle ich mich ganz doll unwohl. Oh, hier ist wieder schön. Und Papi wird immer mehr verdrängt. Ich frage mich, gibt es auch Leute, die auf die andere Seite rübergehen? Und was passiert, wenn ich jetzt rübergehe? Aber ich will eigentlich gar nicht darüber gehen. Ich mag Mami. Auch wenn die eine Zeichnung mir Sorgen macht. Mami war wohl doch nicht so perfekt. Was? Warum hat es da gerade Patsche gemacht beim Laufen? Was? Zur Hölle. Arbeitszimmer 2.0? Okay. Ich gehe dann wieder. Verdammt, jetzt muss ich mal zu der... dahin, wo die scheiß Winkepuppe stand. Oh, ein Apfel. Hör auf zu lachen. Dumme Puppe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Namenloses Kind. Und lass dir die Torte, die aussieht wie Knete, gut schmecken. Da sind wir also 3 geworden, nehme ich an. Kann ich das rüberschieben? Jo, kann ich. Kann ich. Ich kann alles. Geh weg. Ekelhafte Puppe. Lass mich in Ruhe. Na? Nicht artig. Überhaupt nicht. Mit Essen spielt man nicht.
Ja. Wo ist das jetzt alles hin gerade? Oh Gotti Gott. Ja, du findest das lustig, wa? Du Kackpuppe, du. Nein. Nein, 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 nein.